Wir sind mit unserem Skoda Octavia RS 230 heute auf der Rossfeld-Panoramastraße unterwegs. Warum ausgerechnet diese Straße für uns zu den schönsten Straßen Europas gehört, zeigen wir euch jetzt. Die Rossfeld-Panoramastraße gehört zu den Attraktionen des Berchtesgadener Landes und bildet das östliche Ende der deutschen Alpenstraße. Man erreicht sie ganzjährig von Berchtesgaden aus über den Obersalzberg oder von Unterau über Oberau. Das Schöne an der Rossfeld-Panoramastraße ist, dass ich hier oben nicht nur flott unterwegs sein und das Autofahren in vollen Zügen genießen kann, sondern dass es sich auch lohnt, mal langsam zu machen, denn die Landschaft hier oben ist einfach wunderschön und das sollte man sich ruhig mal anschauen. Man muss jedoch ein bisschen aufpassen, denn hier gibt es reichlich sehr schnelle Motorradfahrer und im krassen Gegensatz dazu gibt es die langsamen Campingbusse und Reisebusse. Die rund 15 Kilometer lange, mautpflichtige Strecke führt bis auf 1570 Meter im Bereich der Scheitelstrecke hinauf. Mit einer Fahrbahnbreite von 7 bis 9 Metern und einer maximalen Steigung von 13% ist die Straße grundsätzlich für fast alle Fahrzeuge geeignet. Unterwegs gibt es immer wieder Haltemöglichkeiten an den unzähligen Aussichtspunkten. Mit unserem Skoda Octavia RS 230 haben wir den perfekten Begleiter für unsere Tour gefunden. Der Wagen ist nicht nur sehr komfortabel, sondern er hat auch mehr als ausreichend Leistung an Bord. Er macht richtig Spaß hier oben, bietet aber trotzdem genügend Komfort, dass wir auch die Landschaft nochmal in aller Ruhe genießen können. Oben angekommen warten nicht nur ausreichend Parkplätze, sondern vor allem ein toller Rundumblick. Richtung Süden schaut man zum Beispiel auf das Bergmassiv des Hohen Göll und den Kehlstein. Im Westen auf die Berchtesgadener Alpen und im Osten auf die Salzburger Alpen und Salzburg. In nördlicher Richtung liegen das Lappengebirge und der Untersberg. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Gut gefallen hat uns hier der lokale Kiosk. Er bietet zu sehr fairen Preisen Erfrischungen und Snacks. Die vielen, zum Teil auch engen Kurven und Kehren dieser Straße machen das Ganze, besonders wenn man flott unterwegs ist, sehr schnell zu einer Art Herausforderung. Auf der anderen Seite sind sie aber wirklich auch das Salz in der Suppe. Dazu muss man noch sagen, hinter fast jeder Kurve verbirgt sich ein großartiger Ausblick und auch den kann man selbst bei flotter Fahrweise wirklich noch genießen. Für mich das perfekte und absolute Vergnügen. Die Rossfeld-Panoramastraße bietet nicht nur Kurven in Hülle und Fülle, die das Fahren, egal ob mit Motorrad oder Auto, zum absoluten Vergnügen machen. Einmal am Gipfel angekommen, wird man auch noch mit einem atemberaubenden Ausblick belohnt. Manch einer mag meinen, dass es schönere Straßen in Europa gibt. Fakt ist, es ist definitiv die höchstgelegene Panoramastraße Deutschlands. Für uns ganz klar eine der Straßen Europas.